Scheiße. Gut. Müsste ich hier alles haben? Ah, lecker sieht das Ding aus. Ja. Gut, ab nach draußen. Um mir mein Pistolen-Upgrade zu holen. Wieso denn auch nicht, ne? Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Da unten. Sie die Höhle. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolen will sie ja. Cool. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Nee, da kommen wir nicht hoch. Hopp. Eigentlich mal wieder den Bogen. Denn ich finde den Bogen irgendwie geiler als alles andere im Moment. Da müssen wir noch nicht hin. Da haben wir ein bisschen Frachtgut gefunden. Oh. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen, aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann, dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Wie kann ich denn jetzt den Waffenaufsatz drauf machen? Pistolenvisier, unbekanntes Zubehör. Ah ja, okay. Haben wir es jetzt fertig? Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe, aber ich verstehe es nicht genau. Ah. Ja. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Der klang nicht wie der,
Genosse, Jacob. Dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Okay. Gut. Ah. Bedeutet, ich kann jetzt mal wieder zurücklaufen und das Ding hier übersetzen. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Wow, was hier so alles drin ist. Es gibt so viele Geheimverstecke. Ich möchte eigentlich mal meinen zweiten Bogen da haben. Ja. Guck mal. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Gut, gut. Da haben wir wieder Zeug. Hier war ich schon drinne. Da ist noch Zeug. Da müssen wir hoch. Gut, gut. Hier kommen wir nicht da hoch. Wir kommen vielleicht hier rüber, da hoch. Okay. Gut, da werden wir wahrscheinlich reingehen müssen. Eine interessante Note entdeckt. Ja, wunderschön. Da läuft irgendjemand drinnen rum, das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Und vor allem denen gefällt mir das nicht, weil ich hier so viel Zeug finde. Viel Zeug finden heißt immer, da kommt was.
Käfige, als wären sie Tiere. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Okay. Das klingt für mich ziemlich... Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben ihren Tribut. Hier also sind die Sowjets durchgebrochen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Berge... Moment, ich schau mal nach. Geh nicht zu weit. Mittlere Maustaste. Wo kam das denn her? Sobald du hier bist, bist du tot. Das kam von hier. Verdammt, ich kann aber keinen Molotow-Cocktail mehr herstellen. Ich hab den ja geworfen. Ich Wir werden angegriffen! Neben ist ein ganzer Haufen, von mir nur immer das Kleinste. Das ist doch irgendwie. Naja, egal. Aha, warte mal, wir haben doch hier irgendwo noch. Genau, da haben wir noch eine Flasche stehen. So. Mittlere Maustaste. Und... Oh. Sowjetische Erkennungsmarken. Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Okay. Ich muss da irgendwie vorbei. Vielleicht brennt es. Natürlich brennt es. Oh. Ja, natürlich nur. Wenn wir es mit schönem Feuer ein schönen Brennzeug nutzen. Guck mal, was wir hier noch haben.
Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Kann alles sein. Ja, war die falsche. Das hier. Idrisch. Okay. Noch ein sowjetisches Schild.